Und das heißt, diese Leistung, schön, oder? Solche Leute würde ich gerne dann auch namentlich benennen, die diese Leistung erbringen in unserer Gesellschaft und eben Wissens- und Mediengesellschaft, die das erbringen, oder? Die bekommen dann von uns eine Krone, oder? Ja, das heißt, da geht es jetzt um diese Begriffe, ich habe schon gesagt, Narzissmus, Machiavellismus und die subklinische Psychopathie, die toxische Ausprägung gewählt hat er, weil eben das im Zusammenhang mit dem Fallprozess Pierin Vinzenz steht. Und da haben wir natürlich die Problematik der tatsächlich vorgenommenen Vorverurteilung, und die geschieht einfach schnell, oder? Und dann ist einer noch so in einem problematischen Bereich drin, eben Banken, verdient viel, und dann haben wir bereits, ist schon verurteilt worden, weil die sowieso, man die sowieso schon hasst. Die Medien dürften dort eigentlich gar nichts berichten, was negativ sein könnte. Oder eben man schaut, dass die Dinge eben gar nicht aus dem Ruder laufen, wie ich es eben schon auch empfehlen würde. Das heißt, bereits kleinste Abweichungen muss man bereits einkorrigieren, oder? Und dann dürfen natürlich die Führungskräfte, wir kommen noch drauf, dann nicht unantastbar sein. Das ist ganz schlecht, oder? Also wirklich auf die Augenhöhe kommen, und auch bei Niklaus Brandschen, dem angeblichen Zen-Meister Schweizer, dürfte man nicht wirklich kritisieren oder solche. Ist natürlich schlecht, oder? Wir vertreten ein System von sich gegenseitig zum Wachstum verhelfen, und da braucht es die Kritik, oder? Und das heißt, bei der Umsetzung oder diese Skandale, oder von Geraud, das steht die Medienmitteilungen stehen im Zusammenhang mit einer möglichen Verurteilung, oder? Und ja, gut, das Schweizer Strafrecht sieht vor, dass wenn solche Verurteilungen durch Medien erfolgen, dass wenn es zu einer Verurteilung kommt, dass entsprechend das Strafmaß reduziert wird. Das ist sehr gut gemacht, wirklich. Das schätze ich also sehr, wenn es dann auch wirklich auch umgesetzt wird, wenn man es auch quantifizieren kann, das Strafmaß inklusive eben die ganze Strafe, da kommen wir wirklich wieder in das Ursprüngliche eigentlich hinein, dass die ganze Strafe zählt, oder? Dass man die ganze Strafe berücksichtigt, oder inklusive, dass man es wirklich die Jahre vielfach, die es da dauert, schwer hatte. Oder entsprechend dann, wenn man freigesprochen wird, dann auch entschädigt wird, oder? Aber das ist schon auch schicksalshaft, was da an einem geschieht, oder? Jetzt. Verlangt dann Professor Fichter. Ich sage einfach Professor, weil das ist jetzt nicht einfach einer, der sich auch schon Gedanken gemacht hat, sondern der hat sein Leben in den Dienst dieser Fachdisziplin gestellt. Und ich sage auch jemanden auch Doktor, wenn er ein Doktor ist, oder? Weil das sind dann auch man appelliert ja dann auch an diese Person, jetzt wirklich seine Fachqualitäten jetzt auch zu nutzen, wenn es um das eigene Anliegen geht. Also ich würde vorschlagen, diese Titel wieder zu verwenden, oder? Mit Problemen natürlich in der Architektur, Bauökonomie wird es kaum Professoren schon, aber Doktoren geben, und ein Professor sollte ja eigentlich ein Doktorgrad haben, sonst sollte er sich nicht wirklich Professor nennen. Finde ich eigentlich schon. Also man muss den wissenschaftlich arbeiten können, oder? Und das in einer gewissen Güte, dass es dann auch bei, muss ich ehrlich sagen, bei
Professor Schwer jetzt, würde ich sagen, das ist also HTA Luzern, den Bericht, den ich gezeigt habe, ist diese Qualifikation nicht gegeben. Also kann er gerne auf mich zukommen. Da würde ich dann auch noch nachliefern. Das ist übrigens jetzt bei Bundesrat Guy Parmelin, dass wir möglicherweise dann auch noch dort zu einer Bereinigung dann kommen im Lehrkörper der Hochschule Luzern. Oder? Also ich bin nicht derjenige, der sagt, das Schwert dürfen wir nicht einmal zeigen. Oder? Wir müssen das schon auch zeigen, weil der Mensch hat die Tendenz zur Selbstbereicherung seit ein paar tausend Jahren. Und wenn ja solche Saläre auch verteilt werden und solche Kompetenzen vergeben werden, dann braucht es dann die Kontrolle. Bin ich ganz bei Ihnen, Christian Fichter. Ja, und da haben wir natürlich jetzt die Problematik der Beurteilung oder bei Kontrolle. Wie will man das beurteilen? Wir haben die Gewerbefreiheit, wir haben oder der Unternehmer, die Unternehmerin ist ja auch bereit, Risiko auf sich zu nehmen. Aber sie muss das auch dann tragen, oder? Und sie muss ja auch selber eigentlich dann, ja, wenn man es selber trägt, dann das muss man, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, oder? Ich schlage eben auch vor, dass man im Bereich jetzt des Wachstums, Persönlichkeitswachstums, dass man da mit sich selber einen Vertrag schließt. Das heißt, man muss sich im Klaren werden, wie viel bin ich bereit einzusetzen, auch einzustecken notfalls. Und das ist ganz klar, je mehr man bereit ist einzusetzen, einzustecken allenfalls auch, desto mehr hat man auch Möglichkeiten zu wachsen. Und wer will jemanden das jetzt vorwegnehmen, wie viel er einsetzt. Schlussendlich haben wir nur, also wir haben die Problematik der Moral, aber die ist heutzutage, muss man schon sagen, also sehr aufgelöst, oder? Ich bin überzeugt, dass es diese gibt, aber das Dort dürfen wir natürlich das nicht als Maß nehmen, oder? Als gesellschaftliches Maß, oder? Wir haben aber das Rechtliche, das wir anwenden müssen. Und dort haben wir schlussendlich einfach das Urteil des Gerichts. Und wir sehen schon, ein Gericht kommt zu diesem Schluss, die andere Instanz kommt zu einem anderen Resultat. Auch dort, oder? Schlussendlich haben wir einfach auch nur die Frage, wie viel bin ich bereit als Unternehmer oder als Mitwirkender dort auch auf mich zu nehmen, oder? Dort, das ist der Punkt eigentlich, oder? Aber ich glaube, wir können dann schon auch noch im unternehmerischen Bereich, wir möchten nicht, dass es überhaupt ein Gerichtsfall wird, dass ich meine, als Investor einer Firma, Kapitalgeber möchten wir nicht in die Negativ, auch dort, wo wir ein bisschen entfernter nur mittragen, möchten wir nicht in die negativen Schlagzeilen kommen. Das ist dann schon auch eine Anforderung und dass wir dann dort eben schon vorher feinsteuernd eigentlich in die Unternehmung hinein und das ist der Vorschlag von mir dann mit Benchmarks, also mit Kenngrößen eigentlich, eine Risikobeurteilung verbessern können, transparent machen auch können gegenüber den Kapitalgebenden, oder?